So Leute, willkommen zurück zu Rusty Lake Roots. Vielleicht im finalen Part. Ich gucke mir hier gerade meine Bilder von den Zeichnungen an, die ich gemacht habe. Und da passt keins auf diese Sternenbilder. Aber so gar nicht. So, überhaupt gar nicht. Weder die Dia-Karte noch sonst irgendwas passt hier hin. Braucht ihr immer einen Stern als Anfangspunkt? Und ich habe auch nur den einen Regler, den ich drehen kann. Ha. Habe ich unten noch was übersehen? Ich muss hier was übersehen haben. Ja, aber ein B. Ein T. Nee. Denn das gerade? Die Buchstaben anders? Das erste war ja ein Baum. Das zweite war ein Würfel, wäre ein W, vielleicht ein Cube. Dann wäre das erste ein Tree halt, ne? Aber Tree gibt's nicht. Das jetzt müsste ein C sein, wenn es ein C gibt. Ist aber auch nicht. Ich geh nochmal hoch. Kann ich hier sonst irgendwas anklicken? Nein, ich kann nur dieses doofe Teleskop anklicken. Und wir haben absolut keinen Ton im Spiel gerade. Aber das Spiel hat noch Ton. Bin gerade am Überlegen, was ich alles übersehen haben könnte. Muss ja auch was mit diesen Konstellationen hier auf den Dingern zu tun haben. Sind aber nur die beiden. Kann auch nichts mitnehmen. Das ist das Schlimmste, ich kann nichts mitnehmen. Ich hatte nur diese Karten. Kann ich vielleicht die Karten, die ich gemalt habe, wieder mitnehmen? Ist da jetzt irgendwas drauf? Nee. Der Tree. Der Baum. Schön. Muss wahrscheinlich das letzte Sternbild finden. Ja, was soll denn das hier sein? Kraut und Rüben ist das. Mehr ist das doch nicht. Weil theoretisch wäre das ja so. So. Nee, nicht mal. Nicht mal. Und auch auf dem anderen Bild, das hier könnte man vielleicht mit viel nehmen, nicht mal mit viel Wohlwollen könnte man das umsetzen. Nee, ich stehe auf dem Schlauch. Leute. Das hat bestimmt was mit der Schatulle zu tun.
Steht in dem Brief vielleicht irgendwas? Vielleicht I, Y, I, L? Nein, Y haben wir ja nicht. D, I. Na, es sind auch nicht die Großbuchstaben, oder? D, I, I. Sonst noch ein Buchstabe groß? Nee. Look for me in the stars. Mag sein, dass ich jetzt einfach zu doof dazu bin, ein Sternbild zu machen. Aber ich würde fast zum Baum zurückkehren und erstmal das andere machen. Der Friedhof. Vanderboom, Mary Vanderboom, Albert Vanderboom, der hat natürlich hier so ein. Das müssen wir bestimmt aufbrechen. Sam Vanderboom. Wie ist die Musik? Ist die zu laut? Ne, ist okay. James Vanderboom. Okay, da sind überall. Okay, wir dürfen jetzt hier ein Skelett wieder zusammenpuzzeln. Kenne mich halt mit Anatomie jetzt nicht so gut aus, aber das. Der Arm sitzt doch an der Schulter, oder ist es der andere Arm? Soll ich hier unten? Vielleicht fehlt da noch ein Armgelenk. Wir brauchen die Schaufel. Okay, wir müssen wohl. Doggo, gib mir den Knochen. Gut, fangen wir mal mit James an. Sam. Ida. Mary. Ah, okay. Da ist wieder sowas. Und bei Emma ist noch ein Teil. Gut. Also, was willst du? Du willst die Symbole, also die Tage von Maske plus Zeit. Das heißt, der Tag. Amerikanisches Datumsformat ist das, ne? Nee. Ist unser Datumsformat. Sehr schön. Dritte, also 3 plus 30 ist 33. Das ist leicht. Und die Monate von Blume und Ida. Habe ich mir gemerkt. Das heißt 12 plus 10. Und damit kriegen wir eine Stechnadel. Gut, wir legen erstmal die restlichen Knochen hier in das Ding rein. So, das da ist ein kompletter Arm, nehme ich an. Der ist relativ lang. Habe das Gefühl, wir haben zu viele Knochen. Aha, das sind die Armknochen. Alles klar. Und wo kommt die dritte Hand hin? Der dritte Arm? Ach, das ist ein Fuß. Ja, das ist ein Fuß. Das ist keine Hand. Gut. Und damit können wir ihm hier den Fuß klauen. Sehr schön. Und da ist noch so eine Taschenuhr. Okay. Jetzt haben wir zwei Taschenuhren. Und zwei Sachen, die noch fehlen.
Das letzte kriegen wir aber nur, wenn wir hier die Sterne schaffen. Hat er noch irgendwas bei sich? Irgendwas. Kann hier auch nichts sonst machen. Muss ja hier irgendwas mit diesem doofen Sternbild zu tun haben. Aber ich sehe halt auch nicht, wie ich es drehen kann. Dass ich das Sternbild halt irgendwie drehe, dass es Sinn ergibt. Also ich meine, die da könnten der Teil sein. Warte mal. Machen wir mal so. So, so. Doch, das ergibt's. War bloß doof. War bloß doof. Okay, jetzt habe ich alle gefüllt. Und was nun? Habe ich jetzt andere Sterne? Oh, ich habe jetzt andere Sterne. Jetzt muss ich bestimmt die Porträts machen. Wartet mal. Glücklicherweise habe ich die ja abfotografiert. So, das ist bestimmt sie. Okay, und dann haben wir ja noch den alten Mann. Das wird das hier. Hallo Bruder. Sorge dafür, dass die Enkel die drei Taschenuhren finden. Bring die Äste wieder zusammen. Okay. Die Linse. VEOL. Da muss man erstmal drauf kommen. Ups, hat schon gestimmt. Ja. Stimmt auch so. Oh. Ach so, nee, LOVE. Na gut. Man soll auch richtig lesen, ne? So. Dritte Taschenuhr. So, jetzt sind die Äste wieder zusammen und wir können die Wurzeln machen. Das finale Stück. Okay, ich kann wieder eine Uhrzeit einstellen. Da haben wir jetzt unsere drei Enkel. Vanderboom. J1, R wahrscheinlich 4, okay. Warte mal, M ein Mund. Zwei Augen, würde ich jetzt mal sagen. S sind auch zwei. Also auf drei hochgehen. Bis wie viel? Glaube ich aber nicht. So. A war ein Gehirn.
E weiß ich nicht, wie viele. Oder es ist die Reihenfolge, in der ich die umgehauen habe. I müsste dann 2 sein, ne? Ja. Und dann haben wir noch R. Ein R hier drauf. Wir haben kein R. Dann ist R 0. Okay. Habe ich noch nicht raus. Doch, R. R ist 4. Okay, jetzt kann ich jetzt blöd hier rumprobieren, aber bringt uns das ja. Irgendwie bringt uns das nicht weiter. Ah, ich kann mir jetzt die Taschenuhren wieder nehmen. Hier sind die ganzen. Ah, okay. Die Alchemistenbrüder, da muss. Ah, okay. Die Krähe und der tote Mann. Samsara. Okay, wir haben die erste Uhrzeit. Das ist 14:45. Oh. Okay. Er wird von den Wurzeln verschlungen. So, 14:45. Okay, sie ist in der Uhr. Auch 14:45. Zeigen wahrscheinlich alle, ja, die zeigen alle 14:45 an. Okay, das heißt, sie sind jetzt alle verwurzelt. Muss ich bloß dieses dumme Rätsel lösen? Ich blick's halt gerade nicht. Oder sind das hier M1, 2, 3, 4? Ich bin mir halt echt nicht sicher. Also A könnte man als 2 nehmen. Nehmen wir mal A als 2. Dann nehmen wir mal M als 4. So. I und S, das sagen wir mal 1. Und E. E könnte halt alles sein. Und bei R hätte ich jetzt halt 4 gesagt, vielleicht auch 5. Ist es wirklich immer, wie viel man von irgendwas hat? Also 5 Finger. Oder ist es hier auch nur 1? Ich würde das halt gerne heute abschließen. Das ist das Problem. Ich guck mal kurz nach. Es tut mir leid, aber. Ja, da werde ich mal kurz nachschauen, wie das denn genau funktioniert hat. Also das jetzt bloß, ich möchte nicht die Lösung sehen, wenn es geht. Wenn es geht, gucke ich mir nur an, nach welchem Prinzip man da vorgeht. Ne, da bin ich zu weit.
Okay, es scheint wohl doch noch ein Part zu werden. Dann würde ich sagen, heute gibt es einfach noch einen Bonus-Part, Leute. Ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Rusty Lake Roots. Bis dann, euer Wolf.